Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Folge Hide and Seek. Ja, wenn die Folge rauskommt, habt ihr bestimmt schon das neue Projekt gesehen, und zwar Let's Play Together. Und ja, ich wollte eigentlich mit jemandem aufnehmen, und zwar mit den Jote Games, aber der wurde verhindert, also der hatte leider keine Zeit mehr. Später nehmen wir vielleicht noch eine Runde zu Trouble Mine oder so auf, keine Ahnung. Wird erstmal auf jeden Fall hier Hide and Seek. Mal ein bisschen quatschen, mal so eine kleine Schlammela-Runde. Hey, yo, hey, es geht los. Ja. Jetzt kommen auf jeden Fall, ich versuche wirklich jetzt wieder täglich ein Video zu bringen. Könnt mir wirklich in den Kommentaren auch hier schreiben, was ich verbessern könnte. Wir können mir Vorschläge machen, oder es geht los. Ich bin ein Open. Ich rede mal gleich weiter. Ich will mich jetzt mal verstecken. Nein! Wie scheiße ist das denn bitte? Okay, ich muss mal einen anderen Versteck suchen. Auf jeden Fall weiß ich, oh, da ist das Seeker. Auf jeden Fall weiß ich. Irgendwie. Hä? Genau, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ich verbessern kann, ob ihr Vorschläge habt, was ich zocken soll und so weiter, ne? Jetzt gucke ich in die Richtung und dann habe ich ein perfektes Versteck. So, und ja, jetzt können wir quatschen. Jetzt bin ich ein solider Block. Wie gesagt, ihr schreibt mir ruhig in die Kommentare Verbesserungsvorschläge und konstruktive Kritik natürlich wie jedes Mal. Seid ja so eine lieben Leute, und ihr seid natürlich wie immer nur die besten vom Besten. Ja, und damit ihr kein Video verpasst, könnt ihr mich auf Twitter verfolgen, genau, und natürlich auch auf Facebook, ja, liken, und dann seht ihr alles. Ja, das finde ich geil. Was ich ansprechen wollte, ist diese scheiß behinderte Kommentarfunktion von YouTube. Ja? Dieses scheiß Behinderte, wo man wirklich ein Google Plus Konto noch extra erstellen muss. Ja? Nur damit man einen Kommentar schreiben kann. Man kann keine Kommentare mehr so schreiben. Nein, man braucht extra ein Google Plus Konto. Toll. Habe ich jetzt nicht gesehen. Das würde richtig auffallen. Jedenfalls, das finde ich echt etwas scheiße halt. Ne? Und nein, du kannst ja die Kommentare ordnen, und wenn du auf beliebteste machst, dann siehst du nur deinen Kommentar, und zwar über Google Plus. Yay! Und das ist doch richtig behindert. Wie kann man nur sowas machen? Es gibt ja so viele YouTube-Channels, und wenn man kann immer Feedback und alles abgeben. Aber egal, wenn man ein Feedback sucht, anstatt dass sie sich sagen, oi, guck mal, den gefällt sich. Wir könnten das doch wieder ändern auf Seite oder alles. Oder uns von Google Plus abwenden. Nein, die ignorieren das. Okay, ich verstehe, die wollen was verdienen, aber das ist doch behindert. Wenn niemand mehr Kommentare schreiben will, weil niemand das versteht, weil niemand mehr Bock dazu hat, ja, dann ist das doch ohne Sinn, was sie da gemacht haben, Leute. Ne? Ja. Das ist einfach nur ohne Sinn. Es gibt so viele auch andere jetzt YouTuber zum Beispiel, die sich auch die ganze Zeit darüber beschweren. Das ist doch nicht normal, was die da gemacht haben. Naja. Und das war jetzt über die Kommentare am meisten bisher. Wenn mir noch gleich was irgendwas einfällt, dann sage ich es noch dazu. Ja. So ist das, ne? Und die Runde läuft gut, finde ich. Vielleicht hänge ich gleich noch eine Runde hinten dran. Die Folge ist jetzt für. Warte. Heute kam eine raus. Morgen.
Freitag. Die Folge ist für Freitag. Wenn ihr es sieht, seht. Ja. Na komm. Ein bisschen Action, aber was willst du denn wissen, erwarten? Da werden wir, ne? Aber das ist geil, dann kriege ich auch mal mehr. Naja. Na, noch eine Minute und dann haben wir es geschafft. Oh, wie findet ihr es denn jetzt mit dem Bildschirm zum Beispiel? Ich habe es geändert. Es sieht jetzt besser aus, oder? Könnt ihr mir auch in die versuchen, sozusagen in die Kommentare zu schreiben, ob es jetzt besser ist als vorher oder was ich noch verbessern könnte. Und da ist jemand. Geh weg. Wehe. Natascha. Bitte nicht. Es sind nur noch 30 Sekunden. Versau's mir nicht. Ich kann hier sehr schlecht fliehen. Noch 20 Sekunden, bitte nicht. Ja. Jetzt denkt man sich, worüber hat sie nachgedacht? Was hat sie wohl gedacht? Jetzt schon wieder. Über was denkt sie gerade nach? Soll ich gleich vor sie rennen? Komm, YOLO, Alter. Ja. Geil, Alter. Ah ja, ich gerade ein bisschen. Okay. Ja, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Bis gleich. Und da geht es auch schon direkt weiter mit der zweiten Runde. Nur noch 40 Sekunden, also das kann mir beruhigen. Das ist geil jetzt gerade um diese Uhrzeit hier. Einen Sieg, Alter. Ist eine ganze Wand hier, eine ganze Tafelwand. Leer. Einfach nur, du kannst zocken, 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 alles ist leer, kaum jemand spielt es noch. Ich glaube, jetzt momentan zocken die alle wieder Triple Rumble, kann das sein, weil die Server sind immer alle voll auf einmal wieder. Als dieses Arcade neu rauskam, ja, da war nur Arcade voll. Die anderen Survival Games und so waren meistens leer, ja. Also hattest du kaum irgendwas, was so relativ voll war, ja, sagen wir es mal so. Es gab bestimmt schon einige Leute, die gezockt haben, aber die meisten wirklich, muss man doch zugeben, haben hier gesuchtet und es geht direkt los. Und ich bin ein Fernens wieder. Oh nein, das ist die Wumme. Ha, okay, ich habe alles zurück. Das ist die Map. So, ich bin ein Solid Block, ne? Gut, gut, gut. Ah. Ha, ho, ho. Und hier bin ich das letzte Mal gestorben. Das ist so geil. Diesen Waypoint kann ich eigentlich nehmen, weil. Also ich habe anders. Previous Death 2 Waypoints. Delete. Delete. So. Ach. Eigentlich könnte ich hier alle löschen, aber. So. Worüber reden wir jetzt? YouTube-Kommentare haben wir geredet. Aber was ich gut finde, kann man so ein Wasserzeichen einfügen. Das würdet ihr, glaube ich, hier oben oder hier irgendwo in den Ecken finden, das Wasserzeichen von mir. Ich werde es mal in diesem Video dann versuchen einzublenden, natürlich. Und ja. Jetzt müssen wir. Jetzt müssen wir. Ah, sorry. Hier jetzt 240 Sekunden warten. Und mir fällt kein Thema mehr ein, worüber ich reden könnte. Ich habe mich schon aufgeregt über YouTube-Kommentarfunktion, aber mehr weiß ich ja zum Beispiel nicht. Zum Beispiel über so eine unsinnigen Sendungen. Das Fernsehen ist ja, da muss man sich gar nicht mehr anstrengen, ne, beim Fernsehen heutzutage. Ne? Zum Beispiel bei so unsinnigen Sendungen wie Bauer sucht Frau. Die sagen nicht einfach so,
Heute trifft der Klaus die Erika. Nein, die sagen sowas wie: Heute trifft der patente und ungebumste nee, Schweinebauer Klaus auf die patente und ungebumste Bohnenkosmetikerin Erika, ja. Und das ist, wir wiederholen es mal doppelt und dreifach, ja. So, da sieht man also Klaus, der sagt: Heute fahre ich mit meiner Erika mit dem Gummiboot hinaus. Da das dann nicht reicht, kommt oben eine Off-Stimme, die sagt: Heute fährt der Schweinebauer Klaus mit der patenten und ungebumsten Bodenkosmetikerin Erika mit seinem Gummiboot hinaus. Da das dann noch nicht reicht, machen sie unten eine Bauchbinde, wo steht: Heute fährt der Gummiboot Klaus mit seiner patenten und ungebumsten Bodenkosmetikerin Erika mit seinem Gummiboot hinaus. So. Und da das immer noch nicht reicht, weil die Macher denken, dass wir vor dem Fernseher so dumm sind, wie die Leute, die da mitspielen, kommt dahinter noch die Melodie: Er hat ein klein, gutes Gummiboot. Mit diesem Gummiboot fährt ihn hinaus. Ja, wir haben es verstanden, Mann. Wow. Ja, und so ist das Fernsehen, ja. Die denken wirklich, dass wir genauso blöd sind, wie die Leute, die das mitgespielt haben. Boah. Das ist ein bisschen manchmal ab und zu blöd. Ey, komm, geh rein. Geh weg. Hau ab, du Ofen. Noch 190. Naja, was soll noch? Ja, hammergeil. Hammergeil. Achso, falscher Knopf. Oder? Nee. So sehe ich mich nicht mehr. Die Bilder. Naja. Toll. Jo, wird jetzt ein bisschen was. Ich will jetzt nicht so Schwarzbild hier laufen lassen. Wem, was ist das denn jetzt? Ach, okay, geil. Ich bin immer noch ein solider Block, glaube ich, ja. Alter, wie geil. Ja. Okay. Ja. Wie gesagt, ne? Vielleicht mache ich noch irgendein Projekt mit ein paar Leuten, so Christmas Craft. Vielleicht. Steht noch nicht zu 100%ig fest. Weil man muss ja erstmal die Leute dazu finden, ne? Ihr könnt mir natürlich auch Adventure Maps unten in die Kommentare schreiben, welche ich nehmen soll für Adventure Maps, ja. Wie schon der Name sagt, ne? Ja, so halt verschiedene Sachen. Je nachdem, worauf ihr Lust habt. Ja, guck mal, jetzt gehe ich zu dem so rein. Oh nein! Das war blöd. 5 Sekunden vom Ende, nein! Fail. Okay, scheiß drauf, ey. Ja, die Runde ist sowieso vorbei. Ja. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben wäre sehr nice von euch. Like mich auch, wenn ihr wollt, auf Facebook, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ihr könnt mich auf Twitter folgen. Ja, das war richtig artikuliert. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann schreibt mir doch konstruktive Kritik in die Kommentare, damit ich weiß, was ich verbessern könnte. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, bis bald, ne? Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.